Wenn ihr vielleicht nicht wisst, was ihr bei Ansturm bei dem Titan spielen sollt, habe ich hier genau das Richtige für euch. Denn ihr habt die ganze Zeit Wiederherstellung, ihr habt die ganze Zeit eure tosenden Flammen mal 3 aktiv und außerdem habt ihr die ganze Zeit die Solarwaffenwoge mal 4 aktiv. Und es verbrennt einfach alles, weil alles voll mit Sonnenflecken ist. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass wir die ganze Zeit durchgehend so viel Schaden haben? Das liegt an dem Exo, Part der verbrennenden Schritte. Wenn wir Solar-Todesstöße machen, bekommen wir einen ansteigenden Bonus auf Waffenschaden, also mal 1, mal 2, mal 3, mal 4. Und dieser Buff hält immer 10 Sekunden, kann sich aber durchgehend erneuern. Das heißt, wenn immer wieder irgendwelche Gegner durch Solarwaffen oder Fähigkeiten sterben oder halt durch unsere Sonnenflecken, erneuert sich das durchgehend. Noch ein netter Bonus dabei ist, dass wir schwerer zu verlangsamen sind oder mit Stasis einzufrieren sind. Was ganz interessant ist, weil wenn man nämlich die Gefallenen hat bei Ansturm und man muss den Funken reindanken, kann dieser Gegner einen eigentlich kaum einfrieren. Ich war da auch kurz mal verwirrt, was denn jetzt war, warum ich nicht ganz eingefroren war. Schauen wir uns eben die Super an. Ich habe hier den Bannhammer drin. Man kann auch den anderen Hammer nehmen, aber das finde ich halt vor allen Dingen fürs Ad-Clear, für großen AOE-Schaden, auch ziemlich hilfreich. Dann habe ich halt die Schutzwechselbarrikade drin, ich habe meinen Wurfhammer drin und ich habe die Heilgranate drin. Einfach für heikle Situationen, dass man sich schnell hochheilen kann. Aspekte habe ich auf jeden Fall Sol Invictus drin. Das sorgt dafür, wenn wir mit unserem Hammer einen Gegner treffen, macht das einen Sonnenfleck. Und wenn wir versenkte Gegner treffen, bekommen wir da auch einen Sonnenfleck. Dieser Sonnenfleck gibt uns Wiederherstellung, unsere Fähigkeiten laden etwas schneller auf und vor allen Dingen, die machen auch Solarschaden. Dann habe ich noch tosende Flammen drin, was dafür sorgt, wenn wir jedes Mal Gegner mit Solarfähigkeiten töten oder halt mit Solarschaden töten, wird das verdreifacht irgendwann. Also mal 1, mal 2, mal 3. Und dann machen unsere ganzen Solarsachen etwa 3-mal so viel Schaden. Dann Fragmente habe ich drin, Glut der Fackel, Glut des Imperianers, Glut der Kohle und Glut der Asche. Man könnte Glut der Asche auch rausnehmen, weil die Gegner ziemlich schnell umfallen und könnte das zum Beispiel gegen Glut der Temporierung austauschen oder auch Glut des Wolfes. Das ist dann so ein bisschen mehr Support für die Gruppe. Und weswegen das Bild halt so richtig gut funktioniert und auch wirklich sehr viel Spaß macht und ihr damit easy 50 Wellen schafft, egal auf legendär oder auf normal, liegt halt erstens an unserem Exo, was ich ja schon gezeigt habe, und weil wir eine Waffe auf jeden Fall mit Weißglühend spielen, denn Weißglühend sorgt dafür, dass die anderen Gegner versenkt werden. Das wurde ja mal mit einem Update mal geändert. Und wir spielen auch noch Drachenatem dabei. Denn Drachenatem hinterlässt ja auch so eine Feuerfläche und die sorgt halt auch dafür, dass die Gegner durch das Versengen sterben, Sonnenflecke erzeugen, wir viel mehr Waffenschaden dazu bekommen. Und das ist halt eine richtig geile Synergie. Wenn wir uns die Mods anschauen, habe ich ganz normal schwere Munitionsfinder drin, harmonischer Siphon und schwere Munitionsspeer. Einfach für den Support und für ein paar Sphären. Dann auf den Händen habe ich Solarlader, damit einfach die Waffe schneller nachgeladen wird. Dann Einschlaginduktion, wenn wir Schaden mit dem Nahkampf machen, kriegen wir die Granate schneller wieder voll. Und wir haben noch schwerhändig dran. Gegner mit dem Nahkampf zu killen, gibt uns da auch nochmal Sphären der Macht. Wichtig hierbei ist auch, dass wir nicht die ganze Zeit reinrennen und mit unserem Nahkampf Gegner töten. Das benutzen wir nur ab und zu, um uns zum Beispiel strahlend zu machen oder auch um zur Not einen Sonnenfleck zu machen, direkt vor unseren Füßen. Das ist also nur optimal. Dann auf der Brust, je nachdem, was gerade aktiv ist. Dann auf den Beinen habe ich gerade noch Rekuperation, Innovation und Absolution drin. Die ganzen Mods bezüglich hier erhöhten Schaden oder Sphären aufnehmen brauchen wir ja nicht wirklich, weil wir ja durchgehend erhöhten Solarschaden haben. Man könnte hier noch eine Mod reinnehmen, dass wir zum Beispiel ein bisschen mehr Reserve für unsere Solarwaffe, für unseren Drachenatem einnehmen. Aber es liegt die ganze Zeit, zumindest wo ich so gespielt habe, so viel Muni rum, das braucht man eigentlich wirklich nicht. Und dann aufs Klassen-Item. Da habe ich auf jeden Fall einmal Bomber drin und mächtige Anziehung, dass wenn ich die Barrikade stelle, halt alles um mich herum einmal einsammle und dadurch auch einen Lebensschub bekomme durch Rekuperation. Und dann habe ich noch, weil ich nicht wusste, was ich mit den Rüstungsladungen machen sollte und meine Erholung nicht wirklich hoch ist, habe ich einfach noch Brunnen der Wiederherstellung reingemacht, denn damit ist unsere Wiederherstellung ein gutes Stück auf jeden Fall erhöht. Ja, und dann wie gesagt, Waffen habe ich auf jeden Fall Drachenatem drin und halt noch eine Waffe bezüglich mit Weißglühend. Das ist ziemlich wichtig für dieses Bild, also wirklich. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Healclip drauf, das ist halt auch nochmal ein netter Support für sich selber und den Team wegen der Heilung. Es gibt aber halt zum Beispiel auch noch diese Pistole, die hat auch Weißglühend und Healclip, aber auch zum Beispiel die Icarus MP, die hat auch Weißglühend. Und man kann zum Beispiel hier unnachgiebig reinpacken, dass wenn man mehrere Gegner killt, dass man dann einen Heilungsschub bekommt. Aber Weißglühend ist auf jeden Fall das Wichtigste. Dann habe ich noch Drachenatem drin,
Hier fehlt mir leider noch der Cut. Der optimiert das noch alles so ein bisschen, aber auch ohne Cut ist das halt eine richtig geile Kombi. Und ich hatte jetzt zum Beispiel noch die Springflut drin. Ist gut für Überladungs-Champion oder halt für unaufhaltsame Champions. Aber auch wenn wir strahlend sind, kann diese Waffe dafür sorgen, dass wir auch damit Barriere-Champions killen können. Mein Artefakt sieht aktuell so aus. Ich habe hier auf jeden Fall noch drin die Mod, dass wenn ich strahlend bin und Solarwaffen Schaden mache, dass die Gegner versenkt werden. Das hilft halt ungemein. Dann habe ich noch, wenn ich schnelle Todesstöße mit Raketenwerfer oder Granatwerfer mache, bekomme ich Rüstungsladungen. Das machen wir, denn durch diesen Feuerschweif, den Drachenatem hinterlässt, sterben die Gegner eigentlich durchgehend. Dann noch schnelle Präzisionstreffer mit Solarwaffen oder Todesstöße machen uns auch nochmal strahlend. Das heißt, wir müssen nicht durchgehend reinrennen mit dem Hammer, um uns strahlend zu machen. Und dann habe ich noch Herz der Flamme drin. Damit erhöhen wir einfach auch den Schaden von unseren Mates. Und noch hier unten die Mod. Wenn unsere Superfähigkeit fast aufgeladen ist oder halt aufgeladen ist, dann machen wir sehr viele Sphären. Das ist sehr geil. Dann habe ich noch drin, dass wenn ich Schaden mit Solarfähigkeiten mache, wozu auch die Sonnenflecke zählen, schwäche ich Champions und Bosse für kurze Zeit. Das ist sehr gut. Dann Überladungsraketenwerfer, dadurch macht er einfach mehr Schaden. Und dann noch Präzisionsstrahlen. Hier entzünden sich einfach noch die Gegner, wenn wir sie treffen mit Solarwaffen. Ja, das ist so im Ganzen eigentlich das Bild. Das ist halt mehr so ein ich bleib jetzt hinten, ich renne nicht rein Titan-Bild. Es macht halt ultra viel Spaß. Weil einfach alles brennt, alles explodiert. Ihr supportet eure Mates damit auch sehr, bezüglich auch den Heilbuffs und solchen Sachen. Es ist einfach super geil. Probiert's aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare dazu, ob ihr das vielleicht schon gespielt habt, wie euch das gefällt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.